Das war das erste Stück der im Auftrag des NDR von mir geschriebenen Suite Wheel in the Right Machine. Und ich habe dieses Stück absichtlich einem großen Musiker gewidmet, nämlich John Coltrane. Es gibt wohl heute keinen Jazzmusiker, mich selbst nicht ausgenommen, oder fast keinen, der von großen, verstorbenen John Coltrane nicht beeinflusst ist. Das gilt vor allem für sämtliche hier versammelten Kollegen. Und so wollte ich dieses Stück ihm widmen. Was den Titel der ganzen Suite Wheel in the Right Machine betrifft, so ist es dem Ergebnis der charmanten Inquisitorik eines großen deutschen Nachrichtenmagazins zuzuschreiben, nämlich dem Titel Rädchen in der richtigen Maschine. Nun gibt es aber in der englischen Sprache, die ja die legitime Sprache des Jazz ist, keinen Diminutiv im deutschen Sinne, daher also der Name Wheel in der Reitmaschine ohne nähere Bedeutung oder ohne Hintergedanken. Der zweite Satz, das Witz, den Sie gleich hören werden, ist nicht direkt einem Jazzmusiker gewidmet, aber doch einem, ich kann so sagen, einem großen Musiker aus meiner, vielleicht kann man sagen, meiner zweiten Heimat, nämlich Brasilien, dem bekannten oder vielleicht auch nicht bekannten João Gilberto, Erfinder des Bossa Nova, wäre zu viel gesagt. Eine Musikrichtung wird ja wie eine Sprache nicht erfunden, sondern sie entwickelt sich langsam, vielleicht aber unter der Führung gewisser großer Individuen, zu denen sicher auch João Gilberto gehört. Hören Sie nun To João Gilberto. To João Gilberto. Thank you.
Wie Sie gesehen bzw. gehört haben, habe ich ein ziemlich neues Instrument hier gespielt, ein klavierähnliches Instrument. Das ist ein elektrisch verstärktes Instrument und ich habe es deshalb verwendet, weil ich mich in letzter Zeit ein bisschen in den Klang verliebt habe und weil es zu der Musik, die Sie soeben gehört haben, eigentlich ziemlich gut passt. Ich will Ihnen das dritte Stück ankündigen. Das ist eine Widmung an den Schlagzeuger Albert Heath, der längere Zeit mit mir gespielt hat und jetzt leider nicht mehr in Europa ist. Als ich ihn übrigens fragte, warum er wieder nach Amerika zurück ist, hat er gesagt, I want to be there when the ghettos explode. Das ist eine sehr gute Begründung. Ich habe
von ihm vieles gelernt. Er ist vielleicht nicht der größte Jazzmusiker, aber was ist schon der größte? Wer ist schon der größte? Besonders das kommende Stück richtig zu spielen, das habe ich eigentlich ihm zu verdanken. Er stammt übrigens aus einer Familie, die außer ihm selbst noch zwei andere wichtige Musiker hervorgebracht hat, nämlich Percy Heath, seinen Bruder, der Bassist des Modern Jazz Quartett war oder auch ist, und Jimmy Heath, ein sehr guter Tenorist. Das kommende Stück geht also als Widmung an den lieben Albert Heath. To Albert Heath. We'll be right back.
Das folgende abschließende Stück ist in spontaner Zusammenarbeit mit dem hier anwesenden Schlagzeuger Klaus Weiß entstanden. Der hat mich mal besucht und wir haben gesagt, spiel mal was. Hat er gesagt, was spiel mal? Ich habe gesagt, irgendwas. Und so ging das los. Und daraus ist eben, aus dieser Keimzelle, könnte man sagen, ist das folgende Stück entstanden. Die Widmung lautet To the New People. Man könnte natürlich auch sagen To the Young People, aber mir war der Ausdruck To the New People lieber, weil sich ja die Neuheit oder Jugend, wenn Sie so wollen, nicht unbedingt nach dem Alter im Pass feststellen lässt. Ich nehme da vielleicht Bezug auf mein eigenes, geradezu biblisches Alter. Jedenfalls hat sich diese Improvisation mit Klaus Weiß in Richtung Blues entwickelt und damit auch in Richtung auf das, was den New People und auch den Old People sehr am Herzen liegt. Wir werden das schon mitnehmen, was uns allen am Herzen liegt. Vielleicht könnte man überhaupt auch meine ganze Musik als To the New People bezeichnen. To the New People. Thank you.
Musik.